Mir ging es so schlecht danach. Du hast ja einfach gar nicht geschlafen. Du warst einfach diese Woche dauerhaft, du hast jeden Tag eine Klausur geschrieben. Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und somit auch zu meinem Kanal. Heute gibt es ein Uni-Diary von mir. Vorab, ich habe wieder Instagram bzw. bin wieder öffentlich. Also wenn du mir dort folgen willst, kannst du das sehr gerne tun. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. Also im heutigen Video gibt es ein Uni-Diary von mir. Ich habe mir vorgenommen, oder wir werden es mal versuchen, eine Woche vlogge ich und eine Woche talke ich. Der war gut, ja. Eine Woche vlogge ich, eine Woche talke ich. Genau. Ich habe mir gedacht, nur vloggen könnte eventuell langweilig werden und nur talk könnte auch langweilig werden. Also machen wir beides im Wechsel. Es gibt voll viele Themen, die ich ansprechen möchte zum Thema Studium. So viele. Ich werde auch in Zukunft so eine Box haben, wo ich halt gewisse Themen reinwerfe und dann ziehe ich das einfach und dann quatsche ich darauf los. Für das Video weiß ich, was ich sagen werde, aber falls ihr auch Ideen habt oder Wünsche habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Denn ich werde mich jetzt auf einen Kommentar beziehen oder in einem anderen Video von mir oder der Kommentar kommt von einem anderen Video von mir, aber ich werde mich auf den Kommentar so rum beziehen, weil ich auch schon darüber reden wollte und glaube, dass es ein wichtiges Thema sein könnte. Bevor ich das aber mache, gibt es ein Uni-Update von mir. Thema Nummer 1, Klausuren, Ergebnisse, pipapo. Ich habe meine Klausurenergebnisse bekommen, ich habe alle bestanden, es fehlt noch eine Note. Keine Ahnung, wo diese Note ist, aber ich denke auch, dass ich bestanden haben werde. Date euch dann einfach in dem nächsten Uni-Diary zu sagen ab. Aber ich habe bestanden und da war halt die Frage, ob ihr interessiert an Noten seid. Also ich persönlich, einerseits finde ich es gut, einerseits nicht so. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt machen werde, aber ich würde einfach gerne mal eure Meinung dazu hören und vielleicht überlege ich es mir, auch Noten publik zu machen, keine Ahnung. Ich kann den einen oder anderen ja motivieren, denn bei anderen YouTuberInnen fand ich es auch immer mega interessant, wenn die ihre Noten preisgegeben haben, manchmal. Einfach, weil die Frage dann beantwortet ist, ob die Lernmethoden, die sie anwenden, wirklich funktionieren oder nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder so, das setzt andere mega krass unter Druck und man muss halt irgendwie seine eigene Lernroutine finden. Also ich kann jetzt nicht 1:1 die Lernroutine von Aliana zum Beispiel übernehmen. Denn du musst lernen, deine eigene Routine zu entwickeln. Und ich habe auch meine eigene Routine entwickelt. Ich habe keinem YouTuber oder YouTuberin nachgemacht, einfach weil das mit der Zeit kommt. Und das ist ja auch im Abitur so gewesen oder in der Ausbildung, spielt gar keine Rolle in der Schule. Man muss sich halt eine eigene Routine kreieren. Jeder von uns hat seinen eigenen Lerntyp. Dementsprechend, ja, finde ich das immer so ein bisschen, Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben oder mir privat schreiben, was ihr davon haltet. Und dann werde ich mir Gedanken machen. Punkt 2 war der Aspekt, ich wollte eine Hausarbeit schreiben, beziehungsweise zwei Hausarbeiten schreiben. Ich schreibe jetzt gar keine davon mehr. Denn bei uns ist es so, man muss eine kleine Hausarbeit schreiben, um das Grundstudium abzuschließen. Und ich hatte ja schon eine letztes Semester geschrieben, habe die auch schon bestanden und alles. Dementsprechend wollte ich diese hier nur mitschreiben, um halt einfach nur in dem Hausarbeiten-Ding reinzukommen. Ich habe ja schon Hausarbeiten geschrieben, aber ich dachte, okay, wäre vielleicht ganz cool gewesen, noch in Zivilrecht eine kleine Hausarbeit zu schreiben, weil die letzte habe ich im öffentlichen Recht geschrieben. Habe mich aber jetzt doch dagegen entschieden, weil ich der Meinung bin, dass ich erstens die große Übungshausarbeit im Sommer schreiben werde, also nach den drei Klausuren, die ich schreiben muss. Aber dazu werde ich euch auch noch ein Video machen. Und konzentriere mich jetzt gerade nur auf das Zusammenfassen. Ich bin jetzt gerade dabei, alle Lerninhalte nochmal zusammenzufassen. BGB AT, Schuldrecht AT, Schuldrecht BT und Sachenrecht muss ich mich jetzt auch noch damit auseinandersetzen. Aber das habe ich mir in meinem Plan für April, also für in 2 Wochen, vorgenommen. Oder werde ich mir vornehmen. Dementsprechend sitze ich jetzt gerade noch an Schuldrecht AT, weil Schuldrecht AT so ein Thema ist. Also, es ist nicht so, dass ich es gar nicht verstehe, aber ich finde irgendwie Schuldrecht mega viel. Und manchmal habe ich voll die Schwierigkeiten, die Anspruchsgrundlagen zu finden und so weiter und so fort. Deswegen sitze ich halt gerade daran, aber die anderen Sachen waren okay. EBAT und gesetzliche Schuldverhältnisse zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber ja, ich sitze auf jeden Fall an Schuldrecht AT gerade und bin aber auch bald fertig damit. Und dann geht es weiter an Sachenrecht. Und dann wollte ich noch die Strafrechtfächer zusammenfassen, weil ich nächstes Semester vorhabe, Strafrecht zu schreiben. Also Strafrecht 2 und 3, weil Strafrecht 2, da war ich krank und Strafrecht 3 habe ich geschoben, weil ich ja die anderen 6 Klausuren geschrieben habe. Ja, ich habe 6 Klausuren geschrieben. Eigentlich 7, aber eine habe ich nicht geschrieben, krankheitsbedingt. Das war auch zu viel. Aber dazu mache ich auch noch mal ein Video, denn es war echt zu viel. Ich habe es zwar irgendwie geschafft, aber ich muss ehrlich sagen, mir ging es so schlecht danach. Du hast ja einfach gar nicht geschlafen. Du warst einfach diese Woche dauerhaft. Du hast jeden Tag eine Klausur geschrieben. Jeden verdammten Tag. Und du warst einfach nur erschöpft.
Also ich konnte nicht mehr, ich war einfach ciao. Und ich hatte auch mega Schwierigkeiten mit meinen Augen. Meine Augen haben durchgehend gezuckt und ich hatte starke Kopfschmerzen, also it was a mess. Dementsprechend, ja, 6 trotzdem geschrieben, bestanden. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Shoutout to you, Beffy, du siehst ja das Video. Und ansonsten, ja, das sind so die Updates erstmal. Und ich werde euch aber nächste Woche in den Vlog ja mitnehmen, was ich da jetzt mache, wie ich das mache und wie auch meine Vorbereitung ist, was ich noch für Sachen kaufen werde und so weiter und so fort. Interessiert ja den einen oder anderen auch. Und ja, das ist mein Update. Ja, by the way, ich bin Barca-Fan, für die, die es noch nicht wissen. Ja, ich habe ja, stimmt, mein Get-to-Know-Me-Video ist ja schon 3 Jahre her und ich habe es ja damals rausgenommen, da habe ich es auch erwähnt. Und 3-mal dürft ihr raten, wer eventuell keine Karten bekommt für das Spiel in 2 Wochen. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt weiß ich, wann die Karten rauskommen und ich weiß jetzt auch, wie das ablaufen wird. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Karte. Und das ist schrecklich, die sind hier in Frankfurt, Leute. Ich dachte, ich teile das mit euch und ja, ich habe das irgendwie heute an. Egal. So, jetzt kommen wir zu dem Thema der Themen. Und zwar werde ich euch den Kommentar hier irgendwo einblenden. Und ja, da ging es im Prinzip darum, wie schaffst du es, neben dem Jurastudium noch YouTube zu machen und so weiter und so fort. Vorab, ich mache viele Sachen, sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr viele Sachen. Also ja, ich studiere, habe einen YouTube-Kanal, Instagram, ab und zu nehme ich Collabs entgegen, das gehört ja zu Social Media dazu. Dann habe ich einen Verein, den ich auch irgendwie führen muss, dann baue ich mir gerade noch was auf, dann habe ich noch ein eigenes Leben, bin Schwester, Tochter, Freundin, gute Freundin, also Cousine und diese ganzen Sachen, also muss man auch für die Leute da sein. Ich mache viel, muss ich ehrlich sagen, ich mache sehr viel und ich mache das nur, weil ich eine Person bin, die Beschäftigung braucht. Also ich bin keine Person, die nichts tun kann. Ich bin wirklich eine Person, die Beschäftigung braucht. Und ja, ich habe eben gerade meine Haare geglättet, weil ich das Video schon mal aufgenommen habe und euch eigentlich schon mal erzählt habe, was ich hier gerade erzähle. Deswegen fasse ich mir gerade die ganze Zeit in die Haare. Aber im Endeffekt, ja, mache ich viele Sachen, einfach um mich auch mal abzulenken. Ich habe mir wirklich vorgenommen, denn ich kann es so ein bisschen vergleichen. Ich habe ja schon mal studiert, zwar nicht zu Ende, aber ich habe schon mal studiert. Bin ja dann hierher gewechselt, zum Jurastudium gewechselt. Und ich muss sagen, damals habe ich nur das Studium gesehen. Ich dachte, das Studium definiert mich. Ich dachte, die Noten definieren mich und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt in diesem Studiengang, klar, ich reiß mich zusammen und lerne auch viel, aber ich weiß, dass ich noch ein Leben habe. Und diese Zeit zum Leben nehme ich mir auch. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich einfach am Schreibtisch sitze, 24/7, und nur noch das mache, sondern ich nehme mir die Zeit, die ich habe und lebe auch mal und mache auch mal was mit Leuten. Also will jetzt auch sogar mehr rausgehen, da jetzt auch die Sonne mehr scheint und ich bin eher, also ich liebe den Frühling sehr, mag den Winter zwar auch, aber nur wenn ich halt zu Hause bin. Ansonsten Frühling mag ich sehr, Sommer ist wieder so eine Geschichte für sich, aber im Frühling gehe ich halt sehr, sehr gerne raus, könnte auch daran liegen, weil ich ein Aries bin, also ich bin ein Widder und ein Frühlingskind. Aber ja, das ist halt einfach so, ja, irgendwann habe ich mir einfach gedacht, nee, ganz ehrlich, Perla, nimm dir die Zeit zum Leben. Es ist wichtig, sich die Zeit zum Leben zu nehmen, ohne Spaß. Und ja, ich lerne auch, das habe ich auch den anderen gesagt, nur noch 4 Stunden am Tag, wenn überhaupt, also 4 Stunden maximal, nicht mehr lernen. Zusammenfassend ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da kann man ruhig auch mal länger dran sitzen, aber zum reinen, also wirklich das reine Lernen, 4 Stunden, mehr brauchst du auch nicht. Also ich finde auch, alles, was drüber ist, meiner Meinung nach etwas zu viel und das ist auch vielleicht auch etwas viel für den Kopf, denn der Kopf kann sich gar nicht all das Ganze merken. Das würde dann eher im Kurzzeitgedächtnis landen, aber ja, da komme ich jetzt auch direkt zu einem Buch, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar für JurastudentInnen, Jurastudium erfolgreich. Da geht es um das Thema Planung, Organisieren generell, Zeitmanagement und auch Lernstrategien, falls der ein oder andere noch gar nicht wirklich weiß, wie er lernen soll oder kann. Ich weiß auch, dass sehr, sehr viele ihre Lernstrategie noch gar nicht gefunden haben und klar, es gibt sehr viele YouTuberInnen, die nochmal ihre Strategien aufzeigen. Ich bin aber der Meinung, dass jeder Mensch wirklich individuell seine Strategie herausfinden muss. Man kann zwar Ratschläge geben, aber am Ende des Tages muss man seine eigene Strategie finden. Die habe ich auch für mich gefunden und mit der Strategie fahre ich relativ gut. Ihr werdet das aber in den Vlogs dann auf jeden Fall merken und ich werde euch auch immer erzählen, wie ich gerade gewisse Klausuren vorbereite und ähnliches. Zu dem Thema Klausuren wollte ich auch noch sagen, ich werde immer versetzt euch die Sachen sagen. Also
Ihr werdet merken, dass ich gerade in der Vorbereitung bin, aber ich werde nie genau sagen, wann ich eine Klausur schreibe. Ich glaube daran, dass Menschen ein Auge machen und dementsprechend werde ich nie das Datum oder was auch immer sagen, sondern ich werde immer sagen, ja, ich lerne gerade für eine Klausur und werde euch dann im Nachhinein erzählen, wie es war und so weiter und so fort. Einfach damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, so, hä, warum sagst du das nicht? Oder keine Ahnung, wenn auch welche aus meiner Uni hier sind und sich denken, hä, wir haben doch schon geschrieben, warum redet ihr erst jetzt darüber? Einfach weil ich mich da so ein bisschen vorschützen möchte, just in case. Aber ja, das ist halt der Punkt. Also das Buch kann ich jedem empfehlen, wenn du noch nicht genau weißt, wie du deine Zeit einteilen sollst. Also zum Beispiel bei mir, Thema Zeitmanagement und weil ich ja so viel mache. Ich bin ehrlich, wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich habe einen Terminkalender und ich habe auch einen Handykalender und plane auch alles im Voraus. Ich plane auch immer meine Woche. Es kann mir aber auch mal passieren, dass ich auch mal was vergesse. Ja, zum Beispiel jetzt letztens, ich wollte was mit meinem Cousin machen und habe einfach komplett verpeilt, dass ich um die Zeit am Arbeiten war. Also mir passieren auch mal so Aussetzer, aber grundsätzlich ist meine Woche immer komplett getaktet. Ich weiß genau, was ich mache, wie ich es mache und wann ich es mache. Und kann euch auch wirklich empfehlen, eure Woche auch immer ordnungsgemäß zu planen. Ich werde aber auch dazu, wie gesagt, auch ein Video machen. Ich werde zu allem ein Video machen, deswegen macht euch keine Sorgen. Jetzt wollte ich einfach nur auf den Kommentar eingehen. Und das Krasse ist jetzt zu dem Thema Kommentar. Beffy, also die, die immer schläft, sagt immer das Kommentar. Aber ich weiß gerade gar nicht. Sag mal der Kommentar. Aber gut, ich werde später mal nachschauen, was es wirklich ist. Aber ja, Thema Zeitmanagement. Ich plane alles in der Woche. Sonntags vor allem, sonntagabends plane ich immer meine Woche und fahre auch sehr gut mit meiner Taktik. Es ist wichtig an dieser Stelle, die Woche nie voll zu planen. Also es gibt andere Menschen. Ich war auch mal so ein Mensch. Ich habe meine Woche immer so unrealistisch voll geplant, denn ich habe damals gedacht, dass es so abläuft wie in der Ganztagsschule. Ich war ja mal in der Ganztagsschule und da hast du ja wirklich einen vollen Stundenplan. Und genau das wollte ich einfach wieder machen, nur ich habe voll vergessen, studieren und Ganztagsschule ist nicht unbedingt dasselbe. Vor allem arbeitet man ja auch und hat noch andere Sachen zu tun. Dementsprechend habe ich gesagt, nee, ich muss auf jeden Fall Puffer einplanen. Das werde ich euch auch zeigen, wenn ich meinen Stundenplan dann vorstelle. Also mein Stundenplan ist jetzt so gesetzt, dass ich mich dieses Semester oder nächstes Semester nur auf Zivilrecht und Strafrecht konzentriere und Öffrecht gar nicht. Darauf konzentriere ich mich dann das Semester darauf, einfach weil die große Übung ansteht und ich muss halt noch in Strafrecht eine Klausur bestehen. Dementsprechend sind das halt die zwei Gebiete, auf die ich mich dieses Semester bzw. nächstes Semester fokussieren will. Und ja, das sind auch die anderen einzigen Fächer, die ich auch wirklich belege. Kommunalrecht und Baurecht habe ich zwar jetzt auch eingetragen, aber nur, weil ich die Unterlagen haben möchte. Also da schreibe ich sowieso keine Klausur. Das braucht man ja nur für die großen Übungen. Und die große Übung schreibe ich ja erst das Semester darauf. Genau. Ansonsten, ja, so fahre ich und so bin ich glücklich. Das ist das Wichtigste. Also ihr dürft niemals vergessen, das Studium definiert euch nicht. Ihr habt auch noch ein Leben und dieses Leben definiert euch am Ende des Tages. Und vor allem sollten euch auch Noten nicht definieren. Das war auch der Grund, warum ich so unsicher bin, ob ich überhaupt Noten preisgeben möchte oder nicht. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass Noten dich auch nicht definieren. Vor allem im Jurastudium ist es ja nochmal eine eigene Geschichte. Und ich empfehle jedem, in die Klausureinsicht zu gehen. Das habe ich jetzt auch bald vor mir, aber dann nehme ich euch auch mit. So gut es geht, ich weiß auch gar nicht, inwieweit man da überhaupt filmen darf, aber so gut es geht. Geht auf jeden Fall immer in die Klausureinsicht, weil die Notizen oder die Randnotizen können euch auf jeden Fall helfen. Und wenn ihr Glück habt, wurde irgendwas übersehen, dann könnt ihr eventuell eure Klausur oder eure Note verbessern. So, dementsprechend, ja, genau, bin ich halt gerade einfach dabei zu gucken, wie ich das so organisatorisch am besten hinbekomme. Und ich fahre damit gut. Ich definiere mich nicht durch irgendwelche Noten oder durch das Studium selbst, klar. Ich brauche das für später, weil ich ja Anwältin werden möchte. Aber ich habe noch ein Leben, ich bin noch jung. Durch Corona habe ich einiges gelernt und vor allem auch das Ganze, was jetzt auch gerade hier so abgeht, schätze ich mein Leben umso mehr und bin noch dankbarer dafür und dementsprechend möchte ich es auch ausnutzen, mein Leben zu leben. Ich bekomme so oft die Frage gestellt und so oft Nachrichten zu dem Thema, soll ich mein Jurastudium abbrechen, ja oder nein? Ich werde dazu ein separates Video machen, nicht, dass sich jetzt einige wundern. Ich werde ein separates Video dazu machen, einfach weil ich der Meinung bin, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen und ich habe ja ein Studium abgebrochen, um halt zu wechseln und hatte auch bestimmte Gründe, wieso, weshalb, warum. Dementsprechend kann ich euch da eventuell in einem anderen Video nochmal, in einem anderen Uni-Diary-Talk-Video ein bisschen mehr dazu sagen. Genau, im Prinzip war es das zu dem Aspekt
Zeitmanagement, Mental Health, wie wichtig es ist, dass ihr einen Ausgleich habt, dass ihr euren Hobbys nachgeht. Und der Tipp, den ich da jetzt geben kann, oftmals vergisst man im Studium, dass man Hobbys hatte oder dass man Hobbys hat. Deswegen nehmt euch ein Blatt Papier raus, einen Stift und schreibt euch einfach mal runter, was hat euch im Leben mal Spaß gemacht oder was macht euch Spaß. Sei es Sport, sei es was Kreatives, wie auch immer, schreibt es einfach runter und dann werdet ihr feststellen, was ihr gerade vernachlässigt und eventuell wird sich dafür auch Zeit finden. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich die Zeit auch ab und zu dafür nimmt und auch mal einen freien Tag in der Woche einplant. Also bei mir ist es meistens der Sonntag, wo ich dann eigentlich nichts mache, außer ich habe ein BCF-Meeting. Aber ansonsten mache ich da nichts und entspanne einfach und genieße das Leben. Und das kann ich jedem von euch auf jeden Fall auch raten. Also ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Und zu dem Thema Studium abbrechen, ja, nein, werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Und ansonsten war's das. Das war mein Diary Talk. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euch die Art und Weise, wie ich jetzt die Sachen angehen möchte, auch gefällt. Wenn ihr aber Ideen habt oder meint, ich sollte irgendwas verbessern, Kommentare oder halt auch auf Instagram, da schreiben mir auch einige. Und ansonsten war's das. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video, nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.